So, dann erstmal Dankeschön fürs Erscheinen der Trainer. Es ging 27-27 aus, es ging hin und her. Die TGS hat in der ersten Halbzeit öfters geführt. Ihr wart in der zweiten Halbzeit lange vorne. Man will nicht Glückwunsch sagen, man will aber auch nicht sagen, dass es Kacke ist. Wie empfindest du dieses Unentschieden? Ja, schönen guten Abend erstmal. Auch freut es mich, so viele bekannte Gesichter hier zu sehen. Es war am Ende für uns ein glückliches Unentschieden. So ehrlich muss ich sein. Ich denke, es war am Ende ein gewonnener Punkt, wenn man jetzt die letzten 5 bis 10 Minuten betrachtet. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, dann wiederum finde ich es einen verlorenen Punkt. Weil da ist es einfach so, dass wir, finde ich, zu viele Chancen liegen lassen. TGS-Goalie hat richtig gut gehalten heute, aber wir haben es ihm, wie ich finde, auch zu einfach gemacht. Dann hätten wir die Möglichkeit gehabt, schon früher den Vorsprung auszubauen, auch schon in der ersten Halbzeit. Das haben wir verpasst. Und dann muss man in der zweiten Halbzeit sagen, wie dann auch Davor Schruck am Kreis das clever macht mit seinen Rückraumspielern zusammen. Das ist dann so ein bisschen Erfahrung gegen Jugendlichkeit. Und dennoch bin ich am Ende dann über den Punkt noch zufrieden. Du sagst, du bist zufrieden. Die Saison läuft bisher so mittelmäßig, würde ich mal behaupten. Nächste Woche kommt Heilbronn zu euch. Wo soll es in der Saison noch hingehen? Was sind eure Ziele? Wo müsst ihr dran arbeiten, dass es vielleicht auch weiter nach oben geht? Gut, bei einer zweiten Mannschaft, bei den Rhein-Neckar-Löwen, ist das erste Ziel, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern und die Spieler weiterzuentwickeln. Wir hatten heute 4, 5 A-Jugendliche zwischendurch auf dem Feld, die morgen wieder in Barling spielen. Und ich denke, so ein Spiel entwickelt diese Spieler extrem weiter. Gleichzeitig kommen nächste Woche auch 2 Spieler in den Kader zurück, die uns ja über die letzten Spiele jetzt gefehlt haben, mit Max Kessler und Lino Messerschmidt. Und ja, es ist das Ziel, so schnell wie möglich den Klassenerhalt einzutüten. Wenn es dann so läuft wie in der vergangenen Saison, dass wir relativ gut im Mittelfeld dastehen, dann freut uns das. Aber wir können auch nicht hinstehen und da mehr Ansprüche anmelden wollen. Okay, danke dir für deine Antworten. Flo, Frage an dich. Bist du mit dem Ergebnis, mit dem ersten Punkt in dieser Saison erstmal zufrieden? Ja, guten Abend. Ich freue mich nicht nur über bekannte Gesichter, sondern dass ich jetzt erst einmal dem gegnerischen Trainer nicht zum Sieg gratulieren muss. Ja, was heißt zufrieden? Unentschieden, Allah hat es schon gesagt, es ist immer so ein Auf und Ab, verlorener Punkt, gewonnener Punkt. Ich sehe es eher als verlorener Punkt, nicht nur wegen der Schlussphase, sondern weil wir halt auch die klare Zielsetzung hatten, dass wir das Spiel ziehen müssen. Deswegen eher verlorener Punkt. Von der Analyse, ja, was mich halt extrem ärgert, ist, dass wir einfach nur die letzte 20 Minuten auf dem Niveau decken, was wir sonst eigentlich über 50 Minuten bringen. Wir leben heute, glaube ich, über das Spiel von einem überragenden André im Tor, vor allem in der ersten Halbzeit auch. Sind dann im Mittelblock viel zu passiv, was eigentlich unser Herzstück ist in der Abwehr. Wo wir die ganze Woche seit Montag drüber sprechen, fehlt uns der letzte Schritt in Kontakt. Jedes Mal, wenn wir das dann in den letzten 20 Minuten umgesetzt haben, haben wir auch die Bälle bekommen. Warum das so ist oder warum wir da den letzten Schritt machen, weiß ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Wir haben natürlich dann auch ein oder andere technische Fehler in der Phase, wo wir vielleicht dann auch mal so eine 45. Minute in Führung gehen müssen. Rhein-Neckar-Löwe bleiben dann immer vorne und dann klar in der letzten 10 Minuten legen wir dann vor. Bin ich zufrieden mit meinen Spielern, dass sie am Ende dann auch im Angriff nochmal so viel Mut hatte. Auch Janis aus dem Nullwinkel, Rafa mit dem letzten Wurf. Ja, kämpferisch bin ich eigentlich wie immer zufrieden, trotzdem vom Gefühl verlorener Punkt. Für mich auch schwierig, auch die letzte Situation. Ich habe es gerade schon mit Alak unter 4 Augen gehabt. Das ist für mich kein Strafwurf. Wir haben 6, 7 Situationen über das ganze Spiel, die ähnlich sind. Und ich finde, das ist so ein klassischer Alibi-Pfiff so am Ende, dass man es alle recht macht. Kreisläufer kriegt den Ball. Für mich steht Roy maximal mit der Hacke auf der Linie. Er schafft es nicht mal, sich zu drehen. Da ist keine Reise, gar nichts. Und dann, dass wir dann da noch den Strafwurf bekommen. Wie gesagt, dann haben wir zweite Halbzeit, glaube ich, 6, 7 Situationen im Durchbruch auf beide Seiten, wo man mit 7 Meter bestrafen muss. Und es passiert nicht. Ich habe diese Runde auch noch nie über Schiedsrichter gesprochen, aber heute muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit, es sind keine deutliche Sache, aber wenn halt 8, 9 50-50 Entscheidungen gegen dich gehen, sind es halt trotzdem 8, 9 Bälle und da war ich heute nicht zufrieden und deswegen will ich meiner Mannschaft da eigentlich heute auch keinen Vorwurf machen, das war kämpferisch top. Du hast gesagt, kämpferisch war das wirklich stark, was heute geleistet worden ist. Nächste Woche kommt es zum Derby. Da wird es dann richtig spannend. Was macht dich zuversichtlich, dass man die 2 Punkte bei uns behalten kann? Ich mache die gleiche Sache zuversichtlich wie das, was in der ersten Spiele passiert ist, dass wir immer wieder richtig gute Phase haben, dass wir eigentlich eine gute Deckung stellen. Ich mache heute die Leistung vom André natürlich zuversichtlich. Das war schon richtig gut.
Ja, das sind so die Sachen, die mich zuversichtlich machen, und die Sachen, die mich zweifeln lassen, sind auch genau die gleiche wie in den ersten 5 Spielen, dass wir einfach mit zu viele einfache technische Fehler haben, manchmal überhascht agieren und dann dem Gegner dann halt auch wieder diese einfache Gegenstoßtore ermöglichen. Das tut extrem weh und davon kriegen wir zu viele. Und es wird nächste Woche genauso bestraft werden wie in alle anderen 20 Spiele, weil in der Liga die Mannschaft einfach die Qualität dazu haben. Und ich hoffe, dass wir, oder wir müssen da natürlich immer wieder einen Schritt nach vorne machen, dass uns da weniger von den einfachen Fehlern passieren. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie ist gerade aktuell so die Stimmung in der Mannschaft? Wir wissen, der Saisonstart war nicht gut. Wir haben heute eine gute Leistung gesehen, ärgerlich verloren. Geht man dann trotzdem positiv aus diesem Spiel raus? Nimmt man die Energie mit für nächste Woche? Ja, wie die Stimmung in der Mannschaft ist, das kann ich natürlich nur aus meiner Sicht beurteilen. Da muss ich vielleicht auch mal der ein oder andere Spieler fragen. Natürlich war der Saisonstart nicht optimal. Wir wussten aber auch, was auf uns zukommt mit dem Kader und mit dem Auftaktprogramm. Deswegen können wir das schon ganz gut einordnen. Natürlich haben wir uns mehr versprochen. Wir wären schon gern zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir 3-4 Punkte hätten, wären wir absolut im Soll. Mit dem Auftaktprogramm haben wir leider nicht. Ich glaube, die Stimmung ist nach wie vor positiv. Alle trainieren gut. Danke euch beiden für die ehrlichen Worte. Gerne auch noch einen kleinen Applaus für die Trainer. Und dann natürlich unsere Gäste, eine gute Heimreise. Kommt natürlich alle zahlreich nächste Woche, auch wenn es theoretisch ein Auswärtsspiel ist. Wir wollen hier ein Heimspiel draus machen. Wir wollen die Mannschaft wieder so kämpfen sehen, wie wir sie heute gesehen haben. Und dann nehmen wir da auf jeden Fall nächste Woche was mit. Schönen Abend euch.